Baseball ist mittlerweile eine sehr beliebte Sportart hier in Dortmund. Eine der Top-Anlagen, die es in Deutschland gibt, die befindet sich im Hoeschpark. Und hier wird in der ersten Bundesliga gespielt. Also jeder Auftakt zur Saison ist immer was Besonderes, weil natürlich dann der Baseball wieder im Vordergrund steht und vorher die Vorbereitungen da waren. Und der Auftakt ist auch damit immer gekrönt, dass jemand Prominenz kommt, den ersten Pitch macht. Das ist eine Zeremonie, das ist ein Ritual und dann geht's richtig los. Man riecht den Rasen, man riecht das Leder, das ist fantastisch. Die neue Baseball-Saison begann schon letztes Wochenende auswärts. Ja, es waren die Solingen Alligators, der amtierende deutsche Meister, und wir haben uns aber sehr gut verkauft, muss man sagen. Also dafür, dass die Mannschaft gerade im März erst richtig in voller Besetzung zusammengefunden hat, war das extrem gut, wie wir uns verkauft haben. Und wir sind da auch tatsächlich als Underdog angetreten. Aber insofern sind wir eigentlich ganz zufrieden. 3 Spieler werden jetzt in der Saison die Mannschaft verstärken. Man hat sich einiges vorgenommen und möchte eventuell einen guten Mittelfeldplatz erzielen. Ja, das stimmt. Also wir haben einen altgedienten Australier wieder im Kader, der schon zweimal hier war, Elliot Biddle, und wir haben 2 Japaner bekommen. Einen als Glückstreffer, der ist einfach mit angereist, kann man so sagen. Insofern ist es ganz schlagkräftig geworden. Wir haben eine sehr gute Offensive. Es sind sehr, sehr viele Trainingseinheiten in der Schlaghalle im Universum gemacht worden, die uns echt nach vorne bringen. Das merkt man auch bei den Jugendteams extrem stark und bei den Erwachsenen natürlich auch. Ja, also wir sehen unsere Chancen tatsächlich in den Playoffs zu starten. Das heißt, nach der Saison oder nach der regulären Saison mindestens Platz 4 zu haben in der Nordliga und uns damit für die Playoffs zu qualifizieren. Das wäre natürlich großartig. Die Dortmunder spielen seit der Saison 2008 in der ersten Baseball-Bundesliga Nord und können mit ihrem Abschneiden zufrieden sein. Ja, wir sind seit 2008 hier in dem ersten Bundesligaspielbetrieb im Hoeschpark. Der Verein ist stärker geworden, das muss man sagen, ist auch ein bisschen kleiner geworden unterwegs, aber es haben sich viele, viele neue Spieler hinzugesellt. Und vor allen Dingen in der Jugendarbeit sind wir extrem stark geworden. Da hat sich viel entwickelt durch den neuen Spielort. Durch die Dortmunder Image-Kampagne Dortmund überrascht dich wird diesmal in dieser Saison der Verein unterstützt, was wichtig ist. Insgesamt hat der Verein zurzeit 170 Mitglieder. Ja, das kommt hin. Also wir finanzieren uns durch Mitgliedsbeiträge und natürlich durch die Spieltage in der Bundesliga. Das trägt sich quasi von alleine im weitesten Sinne. Wir haben 2 große Sponsoren oder verhältnismäßig große Sponsoren für Baseball und damit geht es dann. Also es ist wirklich so eine, ja, es ist eine Gratwanderung. Es funktioniert gerade eben. Michael Klute findet natürlich das sehr wichtig, dass es solche Aktionen gibt wie Dortmund überrascht dich, wo ein kleiner Verein wirklich gut von profitieren kann. Das ist für uns extrem wichtig und das ist auch nicht die einzige Aktion, die in dieser Richtung stattfindet. Die Nordstadt ist unser Zuhause geworden, muss man so sagen. Seitdem wir hier eingezogen sind, haben wir uns hier gut etablieren können und aus der Nachbarschaft sind auch viele, viele Spieler hinzugekommen, gerade im Jugendbereich sehr, sehr starke, und wir identifizieren uns damit und sind natürlich bei solchen Aktionen sofort dabei. Michael Klute hatte Geburtstag und er wünschte sich natürlich von seinem Team einen Sieg gegen die Cardinals aus Köln. Habe ich mir 2 Siege gewünscht und das Team hat mir das versprochen und ich sehe die Chancen eigentlich auch ziemlich gut. An einem Spieltag kann man doppelpunkten und 2 Siege anschließend feiern. Ja, das System ist so, dass man in diesem Amateursport möglichst viele Spiele aber auch machen möchte und deswegen reist man nicht zweimal an, sondern nur einmal und spielt dann quasi 2 Spiele nacheinander gegen den gleichen Gegner. Und bevor es losging, wurde ein sehr bekannter Dortmunder willkommen geheißen im Hoeschpark zum Auftakt der neuen Heimsaison. Ja, ich soll den Anwurf machen, ne? Ich habe sowas schon mal vor Jahren gemacht, da kam ich noch so weit. Ob ich heute so weit komme, weiß ich nicht. Gucken ist ja noch ziemlich früh und noch sehr hell. Zur nächsten Tradition im Baseball, und zwar ist das der zeremonielle First Pitch. Der wird heute ausgeführt von einem Dortmunder, wie es eigentlich fast keinen zweiten gibt, von Bruno Bina Knust. Einfach dahin werden. Am besten mit 3 Fingern halten. Das ist am einfachsten. Oh, gefangen. Genau so muss das aussehen. Herzlichen Dank. Das erstmal für mich trainiert, war das nicht. Bruno, wir sind hier nicht im Signal Iduna Park, wir sind im Hoeschpark und hier wird eine Sportart ausgeübt, die, denke ich mal, dir nicht ganz unbekannt ist. Ja, mit dem Baseball, ich habe das bisher einmal in Ablabeck gesehen, hier schon mal und in Amerika. Ich begreife das bis heute nicht, das Spiel, aber wir sind im Hoeschpark hier back to the roots, wo es ja auch angefangen hat und bei Borussia läuft ja im Moment auch einiges, was gar nicht so aussieht wie Fußball. Und man hat ja so den Eindruck, dass Bruno Knust viel Spaß an diese Sportart hat und sicherlich öfter nochmal wiederkommt. Ja, also ich weiß ja jetzt die Spielbetriebe, ne, und die Uhrzeiten, wann das ist, da würde ich doch mal gerne wieder gucken, weil es ist ein, ich muss irgendwann begreifen, das Spiel. Ne? Also es ist auf jeden Fall sehr entspannend, wenn man so zuguckt und auch nicht weiß, um was es geht. Und es ist auch gut für, gibt gute Pommes hier, gute Bratwurst, ne? Und es ist einfach ein schöner Samstagvormittag oder Samstagmittag Veranstaltung. Die Nationalhymne wurde in einer ganz besonderen Art durch Kevin O'Neill präsentiert. Dankeschön. Die Zuschauer erlebten eine spannende oder genauer gesagt zwei spannende Begegnungen im Hoeschpark und hatten viel Spaß. Und wer Interesse hat, demnächst Baseball vielleicht auch zu spielen, der kann sich direkt an den Verein wenden. Also wir haben das für jede Altersklasse. Das ist keine Hürde im Grunde genommen, hier anzufangen. Man kann immer ausprobieren, egal welches Alter. Gerade Kinder allerdings, da haben wir viel im Angebot. Wir haben 3 verschiedene Jugendmannschaften im Alter von 5 bis 18 Jahren und Erwachsenen-Teams natürlich auch für Einsteiger. Und es gibt noch ein Mixed-Softball-Team, das ist die etwas abgewandelte Version mit einem kleineren Feld, größerer Ball. Das ist das, was man in Amerika als Familiensport dann eher kennt, wo dann halt der Opa und die Kinder halt noch spielen. Wir haben das alles im Angebot und wir sind immer offen und empfangen jeden ganz herzlich und es ist alles da, was an Equipment benötigt wird. Man muss eigentlich nur Sportsachen mitbringen und ein bisschen Spaß am Sport. Und alle wichtigen Informationen kann man natürlich auch im Internet nachlesen. Natürlich, auf www.dortmund-wanderers.de ist alles nachzulesen. Trainingszeiten, natürlich der Hoeschpark, die Adresse und dann kann es losgehen. Die Zuschauer erlebten eine spannende Begegnung. Im ersten Spiel besiegten die Dortmunder die Gäste aus Köln mit 9:8. Im zweiten Spiel des Tages, da gab die Dortmunder Mannschaft den Ton ziemlich deutlich an und man besiegte die Gäste mit 8:4. Und damit haben die Dortmunder weiterhin den 4. Tabellenplatz in der ersten Bundesliga Gruppe Nord eingenommen. Die Kölner sind Letzter und Siebter in dieser Gruppe. Rundherum war es ein erfolgreicher Tag für die Dortmunder Wanderers. Zum Abschluss gratulieren wir aber nochmal den Geschäftsführer und Kevin O'Neill hatte sich was Besonderes für ihn einfallen lassen. Viel Spaß!